Im idyllischen Erbtal am Fuß der Kugelsburg in Volkmarsen liegt der Wohnmobilhafen unter dem scharfen Stein. Der Stellplatz wurde im Jahr 2020 neu eröffnet und bietet Platz für insgesamt 31 Wohnmobile. Die Stellplätze sind geräumig, eben mit Strom- und Wasserversorgung. Es gibt auch eine Entsorgungsstation für Abwasser und Toiletten. Der Platz ist videoüberwacht und bietet somit ein hohes Maß an Sicherheit. In unmittelbarer Nähe des Wohnmobilhafens befindet sich das Burgschwimmbad, die Kugelsburg und die Heilquelle Sauerbrunnen. Außerdem gibt es in Volkmarsen zahlreiche Restaurants, Geschäfte und andere Sehenswürdigkeiten. Wir haben den Wohnmobilhafen im April 2023 besucht und waren sehr zufrieden. Der Stellplatz ist sehr sauber und gepflegt und die Lage ist ideal. Wir haben uns sehr wohl gefühlt dort und würden den Wohnmobilhafen auf jeden Fall weiterempfehlen. Und jetzt mal zu den Vorteilen: geräumige, ebene Stellplätze, Strom- und Wasserversorgung, Entsorgungsstation für Abwasser und Toiletten. Der Platz ist videoüberwacht, eine sehr gute Lage, nahegelegene Sehenswürdigkeiten. Nachteile: keine Rezeption als solches, keine Möglichkeit zur Voranmeldung. Unser Fazit: der Wohnmobilhafen unter dem scharfen Stein ist eine gute Wahl für einen Zwischenstopp oder einen längeren Aufenthalt in Volkmarsen. Der Stellplatz ist sauber und gepflegt und die Lage ist ideal. Die Sanitäranlagen auf dem Platz sind zwar klein, aber sehr gepflegt und sauber. Leider steht den Herren jedoch nur eine Toilette zur Verfügung.
Hier noch ein paar Bilder vom Ausflug zur Kugelsburg und eine kleine Stadtbesichtigung von Volkmarsen. Infos zur Kugelburg in Volkmarsen. Sie ist eine mittelalterliche Burg, die sich auf dem Hügel über der Stadt erhebt. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und gilt als Wahrzeichen von Volkmarsen. Die Burg wurde ursprünglich zur Verteidigung und Überwachung der Handelswege errichtet. Heute ist die Kugelsburg ein beliebtes Ausflugsziel und beherbergt ein Restaurant sowie ein Museum. Von der Burg aus hat man eine herrliche Aussicht auf die umliegende Landschaft und die Stadt Volkmarsen und natürlich den Wohnmobilhafen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr nichts verpassen möchtet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Film.